Grüß euch miteinander und herzlich willkommen zum weiteren Logistics Talk hier auf der Bühne. Die Logistics Talks, die am heutigen Tag präsentiert werden von Swiss Supply. Swiss Supply, eine Organisation, die sich quasi auf die Fahne geschrieben hat, die Zukunft der Transport- und Logistikbranche zu sichern. Indem sie ihr Image stärken, indem für Nachwuchs gesorgt wird. Und das heisst ja quasi, es wird intensiv an die Zukunft gedacht. Und ich gehe davon aus, dass alle die jetzt hier im Publikum hocken, dass das zu eurem täglichen Geschäft gehört, an die Zukunft denken und Zukunft sichern. Und auch die ASTAG, der Schweizerische Nutzfahrzeugverband, denkt natürlich tagtäglich an die Zukunft. Beispielsweise damit, dass anfangs von diesem Jahr ein neuer Geschäftsbereich ist gegründet worden für Digitalisierung. Und ein zentrales Element aus diesem Geschäftsbereich raus ist der ASTAG Technologieradar. Ein Trendradar, der im Rahmen einer Masterarbeit an der Berner Fachhochschule ist entwickelt wurde und wo es vor allem eigentlich eben darum geht, für die Zukunft gewappnet zu sein. Es ist wertvoll zu wissen, was auf uns zukommt. Es ist wertvoll zu wissen, was spezifisch auch auf die Transportbranche zukommt und welche Technologien das in der Pipeline sind für morgen. Und der Michel Arm, er ist Leiter von dem Unterstützungsbereich Digitalisierung und IT und er wird euch jetzt mitnehmen auf eine Reise in die Zukunft und euch den ASTAG Technologieradar ein bisschen genauer vorstellen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Vergnügen, liebe Damen und Herren, mit dem Referat der ASTAG Technologieradar, aufstrebende Technologien im Schweizer Strassentransport. Viel Vergnügen! Danke vielmals, Marco. Ich nehme euch gerne mit auf die Reise zu diesem Technologieradar. Wir gehen an drei Stationen vorbei. Ich möchte euch als erstes zeigen, was die Grundlagen waren von diesem Radar. Wie sind wir zu dem gekommen? Was wollten wir überhaupt machen? Was war die Idee dahinter? Und für uns war ganz wichtig von Anfang an, in dem ersten Radar, den ihr heute werdet sehen, in der ersten Version, haben wir etwas machen von der Branche für die Branche. Das heisst, wir haben sehr viele Rückmeldungen direkt aus der Branche, spezifisch vom Strassentransport von unseren Mitgliedern gesammelt und ausgewertet. So hat das Ganze im Prinzip angefangen. Ihr seht hier ein klassisches Beispiel, für alle von euch hier sicher klar, eine Technologie, die etabliert ist, die sich durchgesetzt hat, die in sehr vielen Feldern, in sehr vielen Prozessen, wo wir unterwegs sind, angewendet wird. Und für uns, für das Tag, hat sich die Frage gestellt, was ist das Nächste, das so gross wird? Was kommt als Nächstes? Wie können wir unseren Mitgliedern und Partnern ein Instrument in die Hände geben, etwas zeigen, wo sie ihre Projekte, ihre Tätigkeiten können darauf ausrichten und sich daran können orientieren, welche Technologiefelder erfordern von mir als Unternehmen in Zukunft welchen Fokus oder welche Priorisierung. Ihr seht hier ein paar Fragen, die natürlich auch uns beschäftigen. Thema Antriebstechnologien zum Beispiel. Was wird sich durchsetzen? Aber genauso wichtig auch, wo stehen andere Unternehmen innerhalb der Branche mit ihren Projekten? Und was wir auf dem Radar zusätzlich abbilden, wie schätzt sich die Branche selber ein in den verschiedenen Technologiefeldern? Wo sehen sie selber Handlungsbedarf? Wo fühlen sie sich fit, wo weniger? Und aufgrund von dem wollen wir als Verband auch strategische Schwerpunkte in Zukunft setzen können. Das ganz grob zusammengefasst, das Problem, das wir vor dem, oder die Herausforderung, die wir davor sind gestanden, dass unseren Mitgliedern, den Firmen im Schweizer Strassentransport, im Moment so ein Informationstool fehlt über die Branche, wo sie regelmässig frühzeitig Themen antizipieren können. Und was wir entwickelt haben und in Zukunft weiterentwickeln wollen, ist ein Prozess, wo wir systematisch fortlaufend Themen, Trends erfassen können, aufgreifen können, visualisieren können, damit unsere Mitglieder sehen, wo im Moment die Post abgeht. Was haben wir bis jetzt gemacht oder wie sind wir vorgegangen? Wir haben vier Schritte unternommen, um auf die Prognoseplattform, zu diesem Trendradar zu kommen. Als erstes haben wir aus verschiedensten Quellen, Umfragen, bestehende Studien, die es gibt, probieren, die ganzen Technologien mehr oder weniger zu konsolidieren, einzuteilen in die fünf
15 wichtigsten Technologiefelder, die wir im Moment so sehen. Und anschliessend haben wir definiert, wie können wir die Felder am besten auf einer Übersicht abbilden, was für Dimensionen, was für Messkriterien wollen wir anwenden, damit wir die in einem dritten Schritt von Fachpersonen aus der Branche selber einschätzen können. Also die Personen haben ihre Einschätzung abgegeben, wie sie im Moment die Technologien einschätzen. Und so haben wir das können quantifizieren. Und der vierte Schritt war, die Ergebnisse auf einer Plattform darzustellen. Ihr werdet das nachher gerade sehen. Wir haben eine interaktive Plattform gewählt, die wir auch in Zukunft regelmässig zeitnah anpassen können, damit man dort sieht, wie sich Trends auch in Zukunft entwickeln, welche vielleicht grösser werden, welche eher an Relevanz könnten verlieren. Gut, dann werde ich noch nicht weiter aufhalten mit dem. Wir kommen zu den Resultaten, zu dieser zweiten Station. Wie sieht das im Moment aus, in dieser ersten Version? Ihr seht hier die Top 15 Technologiefelder und eben die Einschätzung vor Branche. Wie ist das rausgekommen? Wir konnten das aufteilen in sechs, denen sagen wir sogenannte transportbezogene Technologiefelder. Ihr seht in der oberen Reihe, sind das alles sage jetzt dann einmal neuartige Mobilitätskonzepte, die wir zusammengefasst haben. Und die unteren drei Felder sind die im Moment relevantesten Antriebstechnologien auch zusammengefasst auf ihre jeweilige energieliefernde Technologie. Und wir konnten 9 generelle Technologiefelder identifizieren, die im Moment aktuell die höchste oder die grösste Relevanz haben. Und ihr seht hier sicher auch ein paar Begriffe, die heute schon gefallen sind, die ihr am einen oder anderen Stang vielleicht schon einen Austausch dazu hatten. Und warum haben wir die generellen Technologiefelder zusammengefasst? Hier können wir sagen, es betrifft nicht nur zwingend Logistik oder Transportbranche, es sind auch andere Branchen stark davon betroffen, aber gleichwohl haben wir diese Technologien integriert und auch wollen abbilden, wie sieht es dort im Moment aus. Wir sind mit diesen 15 Technologien rausgegangen zu unseren Mitgliedern in die Strassentransportbranche spezifisch und haben von 150 Leuten Rückmeldungen bekommen. Und diese Leute haben jetzt diese 15 Technologien nach ihrer Ansicht, wie sie die in der Branche im Moment sehen, eingeschätzt. Wir wollten von ihnen wissen, wie sehen sie den zeitlichen Aspekt. Wie lange geht es, bis so eine Technologie sich durchsetzt auf dem Markt? Welchen Einfluss rechnen Sie so einer Technologie an? Ist der hoch oder tief? Wie sehen Sie die Chance oder das Risiko für die Branche durch so eine Technologie? Kann das eine Chance bedeuten? Kann es allerdings auch eine Gefahr bedeuten für bestehende Unternehmen in unserer Branche? Und auch ganz wichtig, Sie haben selber ein Bild abgegeben, eine Einschätzung abgegeben. Wie sehen Sie die Branche punkto Vorbereitungsgrad von dieser Technologie? Also haben wir Diskrepanzen, wo wir sagen, wir haben eine Technologie, die ist relativ nahe, die könnte relativ stark an Relevanz gewinnen, an Einfluss, aber wir sagen, wir sind noch nicht überall so gut vorbereitet. Genau auf diese Felder haben wir den Fokus gelegt. Ihr seht hier, wie das jetzt in dieser ersten Version aussieht, die groben Technologiefelder so abbildet. Oben links seht ihr einerseits die Einschätzung gemäss Chancen oder Risiko farblich. Da können wir sagen, haben wir das Bild, dass im Moment über die ganze Branche gesehen werden all die Technologiefelder eher als Chancen gesehen. Es gibt natürlich Unterschiede, wenn wir jetzt auf Gütertransport oder auf Personentransport, wenn wir das Ganze noch eine Stufe tiefer in einzelne Fachbereiche würden aufteilen. Aber im Grundsatz wird das eher als Chancen sehen. Oben rechts seht ihr den Einfluss, eine weitere Dimension, die wir jetzt eben reingenommen haben, der Einfluss von diesen Technologien. Je grösser der Knopf wird auf dieser Grafik, desto grösser schätzt die Branche selber ein, desto grösser wird der Einfluss von dieser Technologie. Und der Vorbereitungsgrad ganz rechts, das ist der sogenannte Donut, der Ring, der die Punkte umgeben. Und je grösser, je ausgefüllter der Ring ist, desto besser ist man auf die Technologie vorbereitet. Und
Das vierte Kriterium, der Zeithorizont, den könnt ihr an dem ablesen. Je näher, dass wir hier in der Mitte gegen die Mitte vom Radar kommen, desto näher ist die Technologie im Prinzip an Marktreife oder an Marktdurchdringung, an Etablierung auf dem Markt. Und je weiter weg die Punkte sind, da haben wir verschiedene Skalierungen, 1 bis 3 Jahre, 4 bis 10 Jahre oder sogar noch weiter als 10 Jahre weg. Das ist im Prinzip die Ausgangslage, die wir bekommen haben, die Innensicht der Branche selber, so wie sie es einschätzen. Und für uns ist jetzt interessant, wenn wir das Ganze animieren und einem spezifischen Ort vermehrt oder im Detail eintauchen, nämlich beispielsweise bei den Energieantrieben, bei den neuen Antriebskonzepten. Da haben wir Gas, Wasserstoff und Elektro. Und wir können jetzt hier jede Technologie im Detail anschauen, was bedeutet das, was sind die Antworten gewesen. Und ihr seht zum Beispiel jetzt hier für elektrisch betriebene Fahrzeuge, dass es wie gesagt eher als Chance eingestuft ist worden, mit einem relativ hohen Einfluss. Zeithorizont 1 bis 3 Jahre als Einschätzung von der Branche, vom Strassentransport, bis das die Relevanz auf dem Markt wird haben. Und gleichzeitig sagt aber die Branche oder die Mitglieder über die Technologie auch, der Vorbereitungsgrad ist relativ hoch. Wir sind eigentlich gut vorbereitet. Wir sehen so heute wieder, es gibt bereits gute Lösungen, es gibt verschiedene Lösungen, wie man es umsetzen kann. Es gibt marktfertige Lösungen, es gibt relativ viele Prototypen und Konzepte. Hier können wir als Verband sagen, es bleibt bei uns ein Fokus, aber es gibt bereits Anbieter, die sich unsere Mitglieder, Transportfirmen, können informieren können. Wenn wir das allerdings wieder zuklappen, jetzt gehen wir in einen zweiten Bereich und tauchen in die ICT-Themen ein, also in die Informationstechnologie-Trends. Das sind die klassischen Begriffe, die wir hier haben. Und auch hier können wir jetzt einzelne Trends anschauen. Besteht Handlungsbedarf oder besteht eher weniger Handlungsbedarf? Und wenn wir hierher gehen, eines der grossen Themen, beispielsweise ist das Thema Big Data. Wir haben heute schon das eine oder andere darüber gehört. Die grossen Datenmengen, die wir mittlerweile die Möglichkeit haben, die zu generieren. Aber wir sehen hier, der Vorbereitungsgrad ist jetzt hier eher tief. Also das heisst, die meisten der Firmen haben gesagt, wir kennen die Technologie ungefähr, aber wir sind im Prinzip nicht gross vorbereitet. Es gibt noch zu wenig fertige Lösungen, es gibt zu wenig praktische Anwendungen, dass wir könnten sagen, mal mit diesen Datenmengen können wir jetzt wirklich etwas anfangen, die können wir erfolgreich für unsere Geschäftsmodelle in unseren Unternehmen nutzen. Und das ist gerade so ein Punkt, den wir dann aufgegriffen haben und gesagt, das ist jetzt eines von diesen Technologiefeldern, wo wir als Verband tiefer müssen reingehen, mit Partnern möglicherweise neue Lösungen oder Lösungen probieren zu entwickeln und schauen, wie kann man so ein Thema in die Praxis transferieren, dass Unternehmen die Möglichkeit haben, hier nicht eine Technologie einfach anzuschauen, sondern eine fertige Lösung basierend auf so einer Technologie zu erwerben. Darum, was haben wir nachher gemacht aufgrund von diesem Radar oder was werden wir als nächstes machen? Wir haben hier vier Schritte, wo wir uns spezifisch als ASTAG engagieren in der nächsten Zeit. Einerseits werden wir den Radar natürlich weiterentwickeln. Wir werden vertieft in die Technologiekonzepte abtauchen. Wir werden neue Trends möglicherweise hinzunehmen, andere vielleicht wegnehmen, Trends außerhalb des technologischen Umfelds ergänzen. Und da sind wir in Zusammenarbeit einerseits mit Unternehmen aus der Branche, aber auch mit der Wissenschaft, mit der Forschung, dass wir beide Perspektiven haben. Als zweites möchten wir den Radar natürlich anbieten, als Produkt, als Dienstleistung von uns, vom Verband, für unsere Mitglieder, für unsere Partner im Bereich des Strassentransports, dass sie alle und ihr alle könnt profitieren von dem Wissen, von den Erkenntnissen, die gesammelt werden. Und ihr seht da hier oben rechts einen wichtigen Punkt. Wir sind bestrebt, die Technologien zu transferieren in die Praxis. Wir haben unter anderem die Partnerschaften mit dem Verein Netzwerklogistik und dem Logistikum, der heute ohne Auftritt bereits hatte.
Und da werden wir jetzt für gewisse Technologiefelder spezifische Anwendungsfälle zusammen entwickeln. Dort gibt es Arbeitsgruppen, da gibt es Vertreter aus Technologie, Vertreter aus unserer Branche, also Transportfirmen, die mitmachen, die konkrete Anwendungsfälle von solchen Technologien, wenn man die verbindet, zusammen entwickeln. Und aus dem heraus soll es auch wieder Lösungen geben, möglicherweise Produkte, Dienstleistungen, wo Firmen von allen Grössen, von gross bis in sehr breit gefächerten KMU-Bereich auch können nutzen für ihre Modelle. Und natürlich, das noch zum Schluss, wir sind immer wieder auf der Suche nach Partnern aus der Branche für diese Arbeitsgruppen. Wenn Interesse besteht, an so einer Trendforschung mitzumachen, Expertise reinzugeben oder an so einem Use Case mitzumachen, tiefer in so eine Technologie abzutauchen, weiterzuentwickeln, zusammen mit Partnern aus der Branche und aus der Wissenschaft, da sind wir natürlich sehr offen für das und helfen da mit und wollen bestmöglichst unterstützen. Das noch einmal zusammengefasst, was ist der ASTAG Technologieradar? Es ist eine Trendforschung für unsere Mitglieder, für unsere Partner, spezifisch im Strassentransport. Was bedeutet das für den Strassentransport? Dass wir in der Lage sind, heute schon abzuschätzen, was in den nächsten Tagen wird kommen. Und damit wir auch generell ein besseres Bewusstsein für die Zukunft können schaffen können, in der ganzen Branche und zusammen hier nach möglichen Lösungen und Anwendungsfällen können suchen. Mit dem wäre ich am Schluss. Ich gebe gerne das Wort an Marco zurück für mögliche Fragen oder Diskussionen aus euren Reihen. Merci vielmals. Danke vielmals, Michu Arm. Das ist eigentlich bereits das Stichwort. Ich kann mir vorstellen, dass das eine oder andere Fragezeichen in euren Köpfen oder über euren Köpfen auftaucht ist. Das wäre jetzt der Moment. Der Michu ist da für eure Fragen zum Technologieradar, zu bevorstehenden Trends. Gibt es jemanden, der sich möchte melden? Keine Fragen, alles klar? Jawohl. Die Frage für mich ist, welcher Antriebsstoff also in Zukunft der wichtig ist. Werden wir mit Wasserstoff fahren oder werden wir eben mit Gas oder werden wir mit Diesel weiterhin fahren? Wie gross ist vor allem auch die Chance für den Antriebsstoff Wasserstoff aus Ihrer Optik? Mhm. Merci vielmals. Ich tue gerade heute zurückswitchen zu dem. Also wir bewegen uns, die Frage war die Antriebstechnologien, wir bewegen uns in dem Bereich, wo wir mal die Technologien zusammengefasst haben. Elektro, Gas und Wasserstoff, und wir sehen es hier in dieser ersten Version. Das ist das Bild von der Branche, wie sie das sehen. Und wir sehen beispielsweise hier gerade gasbetriebene Fahrzeuge sind relativ nah auf dem Zeithorizont. Das heisst, eine gute Durchdringung. Es gibt eigentlich schon Konzepte, die man brauchen kann. Es ist auf dem Markt bereit. Da ist jetzt der Einfluss spezifisch für die Strassentransportbranche als relativ klein beurteilt worden. Also die Technologie, die im Prinzip am weitesten ist von den Anwendungsfeldern, schätzen unsere Mitglieder, dass es aber der kleinste Einfluss wird haben. Elektro- und Wasserstoff wird, Stand jetzt gemäss diesen Prognosen, einen grösseren Einfluss haben. Wasserstoff ist hier noch eher ein bisschen weiter weg als Elektro. Es gibt natürlich dort Unterteilungen, das wisst ihr alle sicher auch bestens, von diesen einzelnen Technologien. Was wir jetzt hier als ASTAG werden machen, ist aufgrund von dem eigentlich dort tiefer reingehen, das noch spezifischer untersuchen, und wir werden auch eine Art Planung, eine Art Roadmap für Unternehmen können abgeben, dass man noch besser sieht, wo kann ich allenfalls schon Investitionen planen, wo macht es vielleicht noch weniger Sinn. Und hier, um das im Detail zu beantworten, würden wir natürlich jetzt auf spezifische Sparten vom Strassentransport in Zukunft eingehen, dass wirklich jedes Mitglied für seine Sparte, für seine Anwendungsfall eine Art Prognose bekommt, weil es natürlich je nach Anwendungsbereich, wo man sich befindet, unterschiedlich ausfallen könnte. Danke vielmals. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum?
Momentan nicht. Jawohl, weitere Frage noch. Bei GS1 gibt es auch ein Radar aus einer Studie, der Logistikmarktstudie, die KSG zusammen macht mit der GS1. Ist es eine Idee, dass man das integriert miteinander zusammen schafft, dass die Radar übereinander gestimmt werden? Mhm. Gibt es so Überlegungen? Das ist eine gute Frage, ja. Merci vielmals. Es gibt die Überlegungen, weil die Studie von GS1 und von HSG ist zu einem grossen Teil auch von Forschungsseite gekommen. Also sehr gute Methodik, sehr gute Daten. Und wir haben im Gegenzug jetzt ausgerechnet auch gerade wegen dem der Ansatz gewählt, das ist jetzt die Innensicht von den Unternehmern. Also sie sagen hier, ob wir parat sind oder nicht. Also wir haben jetzt schön noch zwei Perspektiven und darum kann ich die Frage auch mit Ja beantworten. Wir sind bereits in Kontakt, wir suchen die Synergien, weil es wird gerade im Bereich, wenn ich da nochmal zurückgehe, von generellen Technologiefeldern sicher Synergien geben, die wir in Zukunft weiter erforschen können, die nicht nur den Strassentransport an sich, sondern noch weitere Prozesse in der ganzen Logistikkette betrifft, wo wir eben sicher auch das Tag mit GS1 hier eine Partnerschaft sucht, wo als Synergien möglich sind. Weitere Fragen aus dem Publikum? Sonst jederzeit nachher noch die Hand aufheben. Ich habe noch ein paar Fragen, Michu, an dich. Wir haben jetzt ein paar Mal gehört, 150 Unternehmen waren beteiligt, die ihr befragt habt, auch zum Zusammenstellen von diesen Daten. Radar ist immer noch so viel gut wie die Daten, die dahinter stecken. Wer sind die 150 Unternehmen? Wer steckt hinter dieser Zahl? Das ist so, da dürfen wir wirklich auch ein bisschen mit Stolz sagen oder verkünden, dass unsere Mitglieder grosse Bereitschaft gezeigt haben, hier mitzumachen, da die Fragen zu beantworten und die Einschätzungen abzugeben. Und von diesen 150 Personen ist wirklich der allergrösste Teil, also wir reden hier von 80-90%, sind im mittleren oder im höheren Management daheim in ihren Firmen, haben also strategische Funktionen, sind Geschäftsleitungsmitglieder, Transportleitungsmitglieder, sodass wir es wirklich auch geschafft haben, hier Meinungen von Leuten zu bekommen, die direkt Entscheidungsträger oder Entscheidungsträgerinnen in ihren Firmen sind. Darum darf man sicher sagen, das ist relativ breit und gut abgestützt. Und natürlich werden wir jetzt das dann auch noch mit weiteren Einschätzungen ergänzen. Wir haben von technologischen Trends geredet, Technologieradar, es impliziert quasi so ein bisschen, dass wir uns vor allem auf technologische Entwicklungen konzentrieren. Dabei gibt es nebendran auch noch diverse andere Trends, die nicht ganz ohne sind, vom Einfluss her vielleicht auch, soziale Trends, gesellschaftliche Trends, politische Trends und so weiter. Wie sind die berücksichtigt? Das ist schon ein guter Punkt und zwar haben wir geplant oder wollen wir auch in Zukunft das Konstrukt anwenden für, wie du gesagt hast, nicht nur technologische Trends, sondern man kann auch diese Messgrössen mehr oder weniger brauchen für zum Beispiel gesellschaftliche Trends, Nachhaltigkeitsthemen abzubilden, politische Themen, wo ja wir auch sehr stark engagiert sind, politische Vorstösse, Entwicklungen, hier können zu zeigen, wie weit ist ein Vorstoss im einen oder anderen Bereich oder wie weit ist ein soziales Thema schon vorgeschritten, wie sieht das aus auf der Kundenseite. Und dann wird es natürlich spannend, wenn wir Technologien können verbinden mit politischen Themen, wo man vielleicht gewisse Sachen muss oder neu darf anwenden. Thema Datenverarbeitung beispielsweise. Und das soll dann so einen Fahrplan geben für Unternehmen, die sie auch ablesen können für sich persönlich, wann kann ich in einen gewissen Bereich gehen. Wenn nicht noch eine Frage aus dem Publikum wäre, hätte ich noch eine letzte Frage vielleicht. Bei solchen Geschichten und Instrumenten ist auch immer die Frage, ja, wie kommt das jetzt schlussendlich zum KMU? Es ist extrem komplex, es ist extrem umfangreich, aber das muss man auch lesen und verstehen. Wie ist das angedacht? Vielleicht auch noch so ein bisschen als Ausblick. Mhm. Für uns gibt es im Prinzip zwei Felder. Das eine ist wirklich das, können zu erleben. Da spielt auch das Logistikum eine ganz wichtige Rolle, dass wir so Technologien in der Anwendung anschauen können, dass sie auch wieder sogenannte Innovation Days
planen, wo man dann auch wieder sieht, was bedeutet das jetzt, wenn man so eine Technologie eben in ein Warehouse bringt oder bei uns bezogen im Transport auf die Straße, namentlich die 5G-Technologie. Wie sieht das aus, wenn wir jetzt in der Lage sind, so viel mehr Datenmengen zu verarbeiten? Wo kann ein Transportunternehmen profitieren? Da reden wir von Prototypen, von Ausstellungen, dass man das wirklich anschauen kann. Etwas in den Fingern haben kann, sage ich auch. Und der zweite Bereich ist natürlich, dass wir das auch so verfassen in Unterlagen, die wir abgeben können, die die Mitglieder beziehen können, wo sie nicht nur den Radar sehen, sondern auch klare Fakten, was würden wir oder was würde die Branche als Verband vorschlagen, mit welchen Themen sollten sie sich zum Beispiel nächstes Jahr beschäftigen und mit welchen Themen vielleicht in 2 oder 3 Jahren. Also damit wir hier ganz konkret werden können. Der Startschuss ist gefallen, jetzt geht es weiter. Es steht noch einiges natürlich an, auch im Zusammenhang mit dem Technologieradar. Ich schaue noch einmal schnell in die Runde. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Das scheint aktuell nicht der Fall zu sein. Dann gibt es nur noch ein Bit von meiner Seite als Publikum, nämlich einen herzlichen Applaus an Michel Arm für den Einblick. Danke vielmals. Danke vielmals. Und euch wünsche ich natürlich weiterhin spannende Logistics-Talks auf der Bühne, erfolgreichen Messebesuch und vielleicht begegnen wir uns zu einem späteren Zeitpunkt hier noch. Merci vielmals und einen schönen Tag.